Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute passend gekleidet geht es um meinen Herbst-Sub. Ich habe 6 Bücher herausgesucht, die so ein bisschen herbstlich, gruselig sind, passen jetzt so ein bisschen für die kältere Jahreszeit, also für den Oktober und auch November, bevor wir dann ja wahrscheinlich so ab Mitte, Ende November auch schon mit den Weihnachts-Winterbüchern starten. Und ich muss sagen, ich hatte gar nicht so viel Herbstliches, auch nicht so viel Gruseliges und denke, dass jetzt wirklich so 6 Bücher, auch wenn ich nicht so der große Fan von Leselisten bin, doch ganz gut ist für die Zeit von knapp so 6, 7, 8 Wochen. Ich werde wahrscheinlich erst nach meinem noch etwas sommerlicheren Urlaub im Oktober damit beginnen, dann Herbstliches zu lesen, aber freue mich da definitiv schon sehr, sehr, sehr drauf. Und ihr dürft mir natürlich auch gerne verraten, ob ihr so ein bisschen saisonaler Leser seid. Ich sag mal zum Beispiel Fantasy, Science Fiction geht für mich das ganze Jahr. Wohlfühlromane kommt auch immer ein bisschen auf das Thema an. Da habe ich jetzt auch, glaube ich, 2 hier oder ein hier. Aber das funktioniert für mich auch durchaus ein bisschen unterschiedlich. Wobei jetzt natürlich schon so Weihnachtliches tatsächlich für mich eher zu Weihnachten passt als in den Sommer. Aber da kommen wir dann vielleicht nochmal in einem extra Video dazu. Erzählt mir auch mal gerne, was euer Herbstbuch-Tipp vielleicht ist, würde ich mich auch super, super freuen. Starten wir mit den ersten 3 Büchern, wo 2 definitiv ein Herbstthema haben und das dritte eher so für mich herbstlich wirkt. Und zwar recht frisch bei mir eingezogen ist Meet Me in Autumn von Laurie Gilmore, ein Buch, das ich tatsächlich im letzten Jahr schon in Englisch gelesen habe, es auch sehr schön fand mit so einem etwas größeren Kritikpunkt. Ich bin aber gespannt, ob das in der deutschen Übersetzung vielleicht ein bisschen anders ist. Wurde mir vom Verlag dankenswerterweise zur Verfügung gestellt, denn es hat einen wunderschönen Buchschnitt. Und wie ihr wisst, bin ich ja gar nicht so der Farbschnitt-Buchschnitt-Jäger, aber der hat mir hier wirklich schon sehr gut gefallen. Also dieses Laub, was fällt. Im Englischen sind wir, glaube ich, mittlerweile schon beim 4. Buch angekommen, dieser Pumpkin Spice-Reihe. Und wie es der Name verrät, ist die Autorin, das ist natürlich ein Pseudonym, großer Gilmore Girls Fan. Ich meine, sonst würde sie sich nicht Laurie Gilmore kennen. Also finde ich einfach großartig. Und ich habe mich sehr gefreut, als ich das Buch in Deutsch jetzt auch noch in den Händen halten durfte und bin natürlich sehr gespannt, wie mir vielleicht die deutsche Übersetzung gefällt. Englisch lese ich sehr gerne, leider viel zu wenig. Es ist für mich nicht immer ganz so entspannend, wie wenn man eben einfach zu einer deutschen Lektüre greift. Deswegen glaube ich, dass dieses Buch auch noch ein bisschen was gut machen kann, indem es eben im Deutschen ist. Ja, wir haben die fröhliche Jeannie, genau die zu ihrer Tante reist und das Pumpkin Spice Café sozusagen auch erstmal übernimmt. Wir sind in Dream Harbor, genau, eine Kleinstadt. Und sie versucht da hier so ein bisschen die Chance auf einen Neuanfang zu beginnen, trifft dann auf den krummeligen, ja, Steffi hat es ja nicht so mit Namen, auf den krummeligen Logan, genau, ja, Logan, stimmt, den ich mir aber, glaube ich, anders vorgestellt habe, muss ich auch dazu sagen. Und sie hier aber ab und an doch mal seine Hilfe braucht und dann auch merkt, dass doch ein bisschen, ein weicher Kern hinter der harten Schale ist. Und ich fand dieses Kleinstadt-Feeling hier super schön. Das habe ich noch so in Erinnerung. Leider sonst nicht mehr allzu viel, ist ja auch schon fast ein Jahr her, ist jetzt keine Geschichte, die extrem einprägsam gewesen wäre. Dennoch mag ich dieses Kleinstadtfeeling super gerne und möchte hier einfach nochmal eintauchen. Dann ein Buch, das, glaube ich, auch letztes Jahr bei mir schon eingezogen ist, Buttercream Witch von Lea Melcher. Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Self-Publisher-Buch, was man über Amazon bekommen kann, genau. Aber ich glaube, besser ist es tatsächlich auf ihrer eigenen Seite. Ich habe sogar eine kleine Charakterkarte mit dabei gehabt und auch nochmal hier so ein kleines Dankes, von Lea einen kleinen Dankesbrief und eben auch die signierte Ausgabe, das konnte man so in ihrem Shop bestellen und ich weiß gar nicht mehr, wie wir auf dieses schöne Buch aufmerksam geworden sind. Ich glaube, zusammen mit der lieben Becky sind wir irgendwie über das Profil von Lea Melcher gestoßen und das Cover hat uns und mich richtig angesprochen und dann haben wir uns dieses Buch bestellt und das wird diesen Monat, also diesen Herbst auf jeden Fall auch gelesen. Ja, Millie Battersea ist eine magische Tortenbäckerin, das sollte natürlich am besten keiner wissen, außer dem Hexen im verschlafenen Dörfchen Snickerford und die versorgt sie mit ihren Torten eben mit Magie. Doch eines Tages werden ihre köstlichen Kreationen mit schwarzer Magie vergiftet und der Verdacht fällt sofort auf sie. Doch gemeinsam mit Remington, dem Rothaar,
deutschsprachigen Tortenlieferanten und auch dem Fledermaus-Sidekick muss Millie herausfinden, wer tatsächlich dahinter steckt. Sie sollte aber Remington auf keinen Fall verlieren, denn unter Hexen gibt es die eiserne Regel, dass das Gedächtnis von allen Normalsterblichen, die von Hexen erfahren, unwiederbringlich gelöscht wird. Nein, und sie soll ihn nicht verlieren, sondern sie soll sich nicht in ihn verlieben. So ist es, genau. Also das heißt, wenn sie sich hier verliebt, müsste sie eigentlich sein Gehirn darauf so seine Erinnerungen löschen und sein Gehirn verändern. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Es ist jetzt auch schon der zweite Teil, glaube ich, herausgekommen im September. Zumindest habe ich das, glaube ich, auf Instagram bei ihrem Profil so wahrgenommen. Und dann könnte es natürlich auch direkt weitergehen. Ja, freue ich mich auch sehr, sehr, sehr drauf. Und dann ein Buch, was so vom Cover irgendwie für mich Herbst ausstrahlt. Und zwar Buchland von Marcus Water. Hier haben wir ein Antiquariat, das nicht wie andere Buchläden ist. Und ich fand so von diesem Braun mit Rot und diesen Schatten, ich fand, es hat etwas Herbstliches, auch wenn es, glaube ich, einfach Fantasy ist, also einfach und nicht unbedingt ein Herbstthema hat, aber hat es mich trotzdem so in den Herbst angesprochen. Das muss auch die gescheiterte Buchhändlerin Beatrice feststellen, dass eben das Antiquariat, wo sie jetzt ist, nicht wie andere Buchläden ist. Als sie notgedrungen die Stelle im staubigen Antiquariat des ebenso verstaubten wirkenden Herrn Planer annimmt. Schnell merkt sie allerdings, dass dort so manches nicht mit rechten Dingen zugeht. Denn was oder wer verbirgt sich hinter den so antiquiriert wirkenden Stammkunden Eddie und Wolfgang? Und welche Rolle spielt Herr Planer selbst, dessen Beziehung zu seinen Büchern scheinbar jede epische Distanz überwindet? Und es gibt einige Geheimnisse, die gelüftet werden sollen, und steht dann auch schon bald fest, dass es um viel mehr geht als bloß darum, jemanden zu retten. Vielmehr gilt es, die Literatur selbst vor ihrem Untergang zu bewahren. Und es ist natürlich Fantasy und es klingt, hat jetzt, glaube ich, tatsächlich nichts mit Herbst zu tun, aber ich fand, das Cover hat einfach sehr herbstlich angemutet und so ist es jetzt so auf meinem Herbst-Sub gelandet. Und jetzt kommen wir zu den drei etwas gruseligeren Geschichten. Ich nenne es mal so. Ein Buch ist Der Fluch von Carrow House von Darcy Coates aus dem Fester Verlag. Ich bin total gespannt. Ich habe noch nicht sehr viel vom Fester Verlag gelesen, fand hier aber das Cover sehr ansprechend, war, glaube ich, in einem Tauschpaket mal enthalten. Und es ist hier ein unheimlicher Bestseller in der Tradition von Spuk im Hill House. Habe ich, glaube ich, nur als Serie gesehen und nicht als Buch gelesen. Und Remy arbeitet als Tourguide in Carrow House. Sie führt Menschen durch das berüchtigte Spukhaus und erzählt ihnen von den Geschehnissen, die sich einst in diesen Mauern zutrugen. Als die Reisegruppe für eine ganze Woche einen Aufenthalt bucht, um die unheimlichen Phänomene zu untersuchen, hofft Remy selbst, endlich einige zu erleben. Und tatsächlich, nach einer Seance nimmt die paranormale Energie so weit zu, dass Fenster zerbrechen und gespenstische Erscheinungen durch die Flure schreiten. Dann stirbt einer der Gäste und Remy zieht die Möglichkeit in Betracht, dass der Geist des einstigen Eigentümers noch in den Hallen weilt, John Carrow. Und der war ein irrer Serienmörder. Ja, ich mag Spukhäusergeschichten ganz gerne mal so zwischendurch. Ich glaube eher so als Filmserie. Ich bin gespannt, wie das hier in Buchform so gelöst ist und freue mich hier auf ein paar gruselige Lesestunden. Dann wahrscheinlich eher so Ende Oktober, Anfang November. Dann ein E-Book, was ich euch einblende, ist The Deep von Alma Katsu. Und hier hat mich angesprochen, dass es auf der Titanic spielt, denn es passiert etwas Unheimliches auf dieser. Das heißt, wir sind einfach im historischen Setting der Titanic und müssen hier etwas Übernatürliches sozusagen untersuchen, denn es gibt sehr viele Ereignisse, die hier auf der Jungfernfahrt geschehen, und viele Passagiere sind überzeugt, dass etwas Jenseitiges an Bord wäre. Doch bevor man das herausfinden kann, geschieht, ja, wie man weiß, eine Katastrophe oder die wahre Katastrophe, und da muss man jetzt natürlich so ein bisschen überlegen, vielleicht war es doch kein Zufall, dass da ein Eisberg kam. Ich bin sehr gespannt, wie diese Mischung sein wird. Ich habe leider zwei, drei nicht so positive Gedanken zu diesem Buch gehört und bin hier doch sehr gespannt, wie ich es selbst finde, und freue mich darauf, so auf die Titanic zu reisen, und bin natürlich über diesen historischen Fakt ein bisschen gespannt und natürlich, was es dann Übernatürliches auf sich hat. Und dann ein Buch, wo ich noch gar nicht so richtig weiß, ob es wirklich gruselig ist, aber es geht ja in Richtung so ein bisschen historischer Krimi, und Krimi hat für mich manchmal schon so ein bisschen was, ja. Und zwar ist es Der Tod und das dunkle Meer von Stuart Turpin. Ein Buch, was ich, glaube ich, auch aus einem
Bücherpaket rausgezogen haben. Und es soll der Meister ja des Plot-Twists sein. Ich glaube, ursprünglich waren noch die 7 Leben der... war das nicht vom gleichen Autor, soweit ich das weiß? Oh, das sieht auch von innen richtig schön aus. Also, soweit ich weiß, ist das ja das zweite Buch des Autors. Die 7 Leben der... Ihr wisst es bestimmt, schreibt es gerne in die Kommentare. Es hat mich aber irgendwie nie so richtig zu diesem ersten Buch hingezogen, weil es doch ganz oft erzählt wird, was es so für Längen hat und ähnliches. Und ich muss sagen, ein Krimi auf bestimmt 600 Seiten zu erzählen, ist natürlich schon heavy. Aber ich bin sehr gespannt, denn wir sind 1634 und es passiert ein Mord auf hoher See. Ein Schiff auf dem Weg von Indonesien nach Amsterdam. Eine dunkle Prophezeiung und ein genialer Detektiv, der selbst Gefangener ist. Samuel Pipps und sein Assistent Arend Heiss stehen vor dem Fall ihres Lebens, denn der Teufel ist mit an Bord. Faszinierend, es sind tatsächlich 2 Bücher, die auf hoher See spielen. Ja, ist okay. War eher Zufall, als dass das beabsichtigt war. Ja, Aberglaube, Hexenjagd, Machtgier. Stuart Thornton führt uns in dunkle Meer der menschlichen Abgründe. Und es soll brillant sein und berauschend. Und es soll eine tolle maritime Stimmung haben. Es soll ein Thriller voll Mord und Verschwörung sein mit schauerlichen Seemannsgarn. Und ich bin sehr gespannt. Also es hat für mich schon diesen Gruselfaktor, der es wahrscheinlich gar nicht ist. Denn ich denke, wenn es ein normaler Krimi ist und man hier schon von Aberglaube spricht, tut einfach nur jemand so. Aber nichtsdestotrotz bin ich super neugierig, sehr, sehr gespannt und glaube, dass es mich doch so ein bisschen gruseln kann und ja, so ein bisschen die hohe See dann vielleicht doch von anderen Seiten betrachten kann. Und das waren sie jetzt, die 6 Bücher, die ich so ein bisschen auf dem Herbst-Grusel-Sub habe für diesen Herbst. Ich bin sehr gespannt, ob ihr eins der Bücher vielleicht schon kennt. Dann lasst uns super gerne in den Kommentaren schon mal drüber sprechen, aber dann bitte natürlich spoilerfrei. Und wenn ihr noch Herbst-Buchtipps habt, dann natürlich auch die super, super gerne in die Kommentare. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Das waren jetzt sehr viele Sers. Ich hoffe, ihr habt da kein Trinkspiel draus gemacht, aber ja. Alle Bücher findet ihr unten in der Infobox, also schaut da super gerne mal vorbei. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.